Hey Leute und herzlich willkommen, ich bin's Elias und wir bestimmen weiter das Video für euch. Wir haben inzwischen schon wieder 11:30. Ich hoffe, dass einige von euch noch wach sind und das Video jetzt anschauen. Auf jeden Fall möchte ich in diesem Video über DLCs sprechen, welche wir auf jeden Fall noch in GTA 5 Online dazu bekommen werden. Diese DLCs sind keine geleakten Sachen oder sonstige Scheiße, sondern eben alles offiziell von Rockstar Games bestätigt. Das heißt also, dass wir es auf jeden Fall noch bekommen werden. Die ganzen Sachen, die ich euch jetzt eben zeigen werde, kommen alle vom Newsfire. Allerdings sind es eben alles Sachen, die immer weiter unten stehen oder eben ziemlich alte Sachen, und deswegen kann es eben gut sein, dass es viele von euch alles gar nicht mitbekommen haben. Bevor wir aber zu den DLCs kommen, noch kurz eine andere Sache, und zwar ist es ja so, dass wir jetzt in den letzten Wochen immer diese hammergeile Sache hatten, dass wir bei diesen Heists doppeltes Geld bekommen, und ich möchte euch hier nochmal daran erinnern, dass wir eben auch manchmal Sonderangebote haben, beziehungsweise jeden Tag, dass irgendwelche Sachen eben stark reduziert sind. Falls ihr da auf dem Laufenden sein wollt, dann folgt Rockstar Games auf jeden Fall auf Facebook, Twitter oder Instagram, denn da posten wir das Ganze eben immer, aber ich möchte nicht für jede einzelne Sache eben ein Video machen, und deswegen kann ich euch hier eben nur sagen, dass ihr den auf jeden Fall folgen solltet. Außerdem hat ja Rockstar Games vor ein paar Tagen mal einen Newsfire-Post rausgehauen, wo sie eben erklärt haben, wie man einen bestimmten Heist am besten macht, also die besten Taktiken und so weiter. Und im letzten Satz haben sie eben geschrieben, dass sie in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch mehr Tipps raushauen werden für irgendwelche Heist. Und das bedeutet für mich so viel, dass wir auf jeden Fall auch noch den vierten Heist bekommen werden. Das bedeutet also, bei diesem letzten Heist werden wir eben auch noch doppeltes Geld bekommen und so weiter. Das heißt, wir bekommen dann eben noch ein viertes Event dazu. Das aktuelle Event ist ja bei dem Heist Serie A Finanzierung, da gibt es ja gerade doppeltes Geld, und das gibt es am 2. August, und ich denke, das ist dieser Sonntag, und nächsten Montag werden wir dann eben das Event bekommen für den letzten Heist, und da gibt es dann eben auch wieder doppeltes Geld und höchstwahrscheinlich dann eben auch wieder solche krassen Sonderangebote. Damit möchte ich also sagen, dass ihr den Freunden auf jeden Fall schon mal Bescheid sagen könnt, dass ihr dann eben nächste Woche den letzten Heist zusammen machen könnt, dass mit ihr da eben auch doppelt so viel Geld absahnen könnt und eben auch, dass ihr eben die ganzen Sonderangebote in Acht nimmt. Kommen wir nun zu einem DLC, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es viele von euch schon vergessen haben. Rockstar Games hat ja vor einer längeren Zeit mal ein Q&A gemacht, und da wurden sie eben gefragt, ob der Rockstar Editor auch noch für die Konsolen kommt, also für die PlayStation 4 und Xbox One, und das Ganze haben sie eben bejaht. Das bedeutet, wir werden auf jeden Fall noch irgendwann eben den Rockstar Editor, den es bis jetzt nur auf dem PC gibt, auf jeden Fall noch auf den Next-Gen-Konsolen bekommen. Ich gehe wirklich stark davon aus, dass das Ganze eben nicht für die Old-Gen leider kommen wird, aber auf jeden Fall für die Current-Gen, also für die Xbox One und PlayStation 4 eben. Und was hier aber ziemlich wichtig ist, sie haben gesagt, dass sie es versuchen eben noch diesen Sommer rauszuhauen, also dieses DLC, aber es könnte auch sein, dass sie eben noch ein bisschen länger brauchen. Sie haben also geschrieben, genauer gesagt, sobald es eben bereit ist, werden sie es veröffentlichen. Das bedeutet eben, dass sie keinen genauen Zeitpunkt gesagt haben. Es kann also auch gut sein, dass sie sich da eben noch verdammt viel Zeit lassen und wir diesen Rockstar Editor erst in einem Jahr oder so bekommen. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool und freue mich wirklich sehr drauf, weil man mit diesem Rockstar Editor wirklich sehr viele Sachen machen kann. Ich weiß ja, viele von euch haben nicht die PC-Version, weil sie eben nicht einen guten Gaming-PC haben oder sich das Spiel eben nicht nochmal kaufen wollen. Aber wir bekommen das Teil dann eben auch auf der Next-Gen-Konsole, und ich freue mich auf jeden Fall, da schon dann eben einige geile Minifilme praktisch auf YouTube sehen zu können. Kommen wir nun zu einer Sache, die die meisten von euch wahrscheinlich sowieso wissen, aber das möchte ich unbedingt nochmal in diesem Video erwähnen. Und zwar haben sie auf Newsfire mal gepostet, dass sie eben mal ein Update rausbringen wird, was den Stunt dann wirklich sehr viel nutzen wird. Also eben solche Mega-Rampen mit krassen Loopings und so weiter. Das Ganze haben sie ziemlich cool beschrieben. Und es sind dann eben diese Stunt-Races, welche wir auch schon im Social Club und so weiter finden können. Also wir werden auf jeden Fall noch ein Update bekommen. Was hier aber wirklich sehr wichtig ist, sie haben geschrieben, in einem zukünftigen Update wird das Ganze kommen. Und sie haben eben nicht geschrieben, dass es im nächsten Update kommen wird. Es kann also gut sein, dass wir das Update auch erst in ein paar Jahren oder sowas bekommen. Ich gehe eben stark davon aus, dass es so sein wird, dass das nächste Update jetzt eben Lowlife oder Lowrider DLC sein wird und vielleicht dann das nächste dann eben dieses Stunt-Update. Kommen wir nun zu einer wirklich sehr coolen Sache, und zwar haben sie mal in einem älteren Q&A angekündigt, wo sie eben gefragt worden sind, was als nächstes für GTA 5 Online kommen wird, welche DLCs wir erwarten und so weiter. Da haben sie eben gesagt, dass sie dabei sind, wirklich sehr coole DLCs so rauszuhauen, welche wir eben in den nächsten paar Monaten erwarten können. Und hier ist ganz wichtig, dass sie mehrere DLCs gesagt haben, also Plural gleich Mehrzahl. Das bedeutet, wir werden also noch mehrere DLCs in den nächsten paar Monaten kommen, solange sie sich eben fest dran halten, aber da weiß man ja bei Rockstar Games nie so richtig, ob sie sich an solche Zeitpunkte wirklich halten. Und ich werde auch sehr oft gefragt, ob wir noch irgendwelche Heists für GTA 5 Online bekommen werden. Ich gehe stark davon aus, dass wir auf jeden Fall noch welche bekommen werden. Allerdings wurden sie hier bei diesem Q&A eben auch gefragt, ob wir noch welche bekommen werden. Da hat Rockstar Games beantwortet, dass es wirklich verdammt viel Arbeit ist und dass sie da auch wirklich sehr lange gebraucht haben, bis sie diese Heists eben fertig gemacht haben.
Und sie haben da eben nicht gesagt, dass es keine Heists geben wird. Sie haben auch nicht gesagt, dass es noch Heists geben wird. Sie haben nicht mal gesagt, dass es irgendwann welche geben wird. Sie haben einfach nur gesagt, dass es wirklich scheiß viel Arbeit ist. Deswegen kann es gut sein, dass wir auf jeden Fall für eine längere Zeit jetzt erstmal keine neuen Banküberfälle bekommen. Was vielleicht auch noch sehr wichtig ist zu wissen, und zwar haben sie mal vor wirklich vielen Monaten, also schon letztes Jahr angekündigt, dass es auf jeden Fall noch irgendwann eine Story-Erweiterung geben wird. Also dass wir auf jeden Fall eben noch ein Story-DLC bekommen werden. Aber dazu haben sie eben keine genaue Information rausgehauen. Und das waren jetzt eigentlich alle DLCs, die sie bis jetzt praktisch schon so ein bisschen angekündigt haben oder ein bisschen geteasert haben und so weiter. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, auf was freut ihr euch am meisten, auf dieses Stunt-Update zum Beispiel oder eben mehr zum Beispiel auf diesen Rockstar-Editor. Dann war's mit dem Video auf jeden Fall. Fettes Dankeschön fürs Ende schauen. Ich wünsche euch noch einen hammergeilen Tag. Falls ihr Bock habt, könnt ihr das Video in Regenwürmern in eurem Garten zeigen. Wäre auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Und dann war's von mir. Ich bin da weg. Ciao. Haut rein. Ba ding da 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 da